Ja, auch von mir ein ganz herzliches Willkommen. Danke schon mal für die liebe Begrüßung hier, die ich erleben durfte. Ich glaube, ich war das letzte Mal in der Gemeinde Pasing, als der Boris Giebel und die Claudia geheiratet haben. Ich weiß nicht, wer sich noch an die beiden erinnert. Das ist auf jeden Fall schon lange her. Ich war kleiner. Und genau deswegen wollte ich mich kurz nochmal vorstellen. Ich heiße Jasmin, bin 23 Jahre alt. Ich studiere hier in München an der LMU Grundschullehramt und komme aber eigentlich aus der Gemeinde Penzberg, das Richtung Garmisch. Vielleicht Lenas Schwester, die ist auch in der gleichen Gemeinde wie ich. Dann habt ihr vielleicht so ein Gesicht, dem ihr mich zuordnen könnt. Und ich freue mich eben sehr, heute hier zu sein. Und ich würde gerne mit einer Geschichte starten. Und ja, vielleicht erkennt ihr sie relativ bald. Es ist ihr erster Morgen und sie blickt sich staunend um. Und ihre Augen werden immer größer bei dem, was sie um sich sieht. Sie sieht die Farben, das Licht, die verschiedenen Wunder und Pflanzen und sie sieht überall Freude und Liebe. Und plötzlich entdeckt sie auch, dass jemand neben ihr schreitet und ihr Herz weitet sich noch mehr, weil auch dieser Mann, der neben ihr geht, ein weiterer Beweis für die Liebe ist, die sie wahrnimmt. Und dann hören die beiden die über alles geliebte Stimme: Meine Tochter, mein Sohn. Es fühlt sich an, als würden die Herzen der beiden gleich platzen vor Glück, als sich ihr Schöpfer ihnen nähert. Und er geht ein Stück mit ihnen und erklärt ihnen den Garten, erklärt ihnen, welche Aufgaben auf sie warten, von der Achtung, die sie sich gegenseitig gegenüberbringen sollen. Und der Mann und die Frau, sie hören zu und sie verstehen und sie staunen. Und die Tage fließen dahin und sie sind gefüllt mit Licht und Gesang und Freude und Glück. Und alles scheint perfekt, bis eines Tages ein Fehler geschieht. Und zwar ein schrecklicher Fehler, der zu etwas führt, was sie sich niemals hätten vorstellen können. Eine Entscheidung, die eine Trennung mit sich bringt. Vom Schöpfer, von der gewohnten Umgebung, von allem Bekannten eigentlich. Aber auch hier wäre Gott nicht Gott, wenn er nicht bereits eine Lösung für sie hätte. Denn Trennung ist das Letzte, was er sich für seine Menschenkinder vorgestellt hat. Und so hat er einen Plan entworfen, eine Möglichkeit. Eigentlich ist es die Chance. Er wirft ein rettendes Seil aus, das jeder ergreifen kann, das ihn vom Abgrund wieder nach oben ziehen soll. Es ist wie ein Anker, der ausgeworfen wird, um das Schiff ruhig zu halten und an seinem Platz zu halten. Oder es ist auch wie ein Geschenk der Liebe. Es ist sein Sohn. Und Gott liebt die Menschen so sehr, dass er beschließt, dass jeder, der an ihn glaubt, dass jeder, der dieses Seil ergreifen möchte, jeder, der diesen Anker auswerfen möchte, dass jeder, der dieses Geschenk auspacken möchte, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben haben soll. Gottes Liebe ist somit größer als jede Trennung, die es jemals geben könnte. Und diese Liebe wird einen Bogen spannen und den Menschen eine Brücke bereiten. Diese Liebe wird sie zurückführen ins Haus des Vaters. Und dabei soll der Mensch immer wissen, wer er ist. Der Mensch ist hierbei ein Königskind, ein Prinz, eine Prinzessin. Und vielleicht habt ihr es schon erraten, aber ich möchte heute mit euch über das Thema Liebe ein bisschen nachdenken. Und es ist eigentlich ein unglaublich großes Thema und ich glaube nicht, dass ich alle Aspekte und dass ich alles in diese Predigt fassen kann, aber ich möchte mit euch heute über drei Punkte nachdenken. Und zwar, was bedeutet es, mich selbst zu lieben? Was bedeutet es, meinen Nächsten zu lieben? Und vielleicht der wichtigste Punkt hierbei auch, welche Rolle hat Gott in dem Ganzen? Was bedeutet Gottes Liebe für diese beiden bereits genannten Punkte? Und wenn wir über Liebe sprechen, dann gibt es da einen sehr prägnanten Vers, der auch diese drei Fragen eigentlich, ja, in sich hat, in sich trägt. Und den finden wir in Markus 12, Vers 30 und 31. Und ich lade euch ein, dass ihr mit mir das zusammen aufschlagt. Markus 12, 30 und 31.
Wenn wir uns kurz die Verse davor anschauen, dann sehen wir, dass hier die Schriftgelehrten wieder ein Gespräch mit Jesus führen und dass sie ihn fragen, unter anderem, welches der Gebote das wichtigste ist. Und Jesus antwortet hier, und ich lade euch ein, mit mir ab Vers 29 schon zu lesen. Dort steht, Jesus antwortete, das wichtigste Gebot ist dies, höre, o Israel, der Herr unser Gott ist der einzige Herr. Und jetzt kommt das Wichtige, und du sollst den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deinen Gedanken und all deiner Kraft lieben. Das Zweite ist ebenso wichtig, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist wichtiger als diese beiden. Wir alle kennen diese Worte, doch Jesus möchte uns offensichtlich noch einmal wirklich auch diese Dringlichkeit des Ausspruches bewusst machen, denn er betont, es gibt kein Gebot, das wichtiger ist als diese beiden Gebote. Und so will auch ich diese beiden Gebote heute zum Fundament meiner Predigt machen. Liebe Gott, liebe deinen Nächsten und liebe dich selbst. Ich möchte euch dazu gerne eine kleine Geschichte erzählen. Diese Geschichte ist schon sehr alt, vor vielen, vielen Jahren, als ja, viele Leute noch oder noch mehr Leute als heute als Buchevangelisten unterwegs waren, kam es auch, dass in einem asiatischen Land zwei Männer mit dicken Rucksäcken eine Landstraße entlang gingen. Und diese Rucksäcke waren gefüllt mit christlichen Büchern und mit Bibeln. Und die Männer waren auf dem Weg zu einer kleinen Stadt in der Hoffnung, dass sie dort auf dem Marktplatz mit Menschen ins Gespräch kommen könnten, dass sie dort ihre Bücher verkaufen würden und so auch mehr von Gott erzählen würden. Und kurz darauf kamen sie zu einem Platz und wie bereits erwähnt, war das zu einer Zeit, als es noch nicht so üblich war, dass man so viel rumreiste und dementsprechend hatten diese Menschen in dieser Stadt noch nicht besonders viele Europäer gesehen. Und so bildete sich relativ schnell eine Menschentraube um die beiden Männer und sie konnten sofort in das, was sie tun wollten, eintauchen. Also sie zeigten ihre Bücher, Bücher waren zu dem Zeitpunkt auch etwas sehr Wertvolles, kamen ins Gespräch mit den Menschen und erzählten ihnen, um was es sich da ging. Und die Menschen griffen zu und sie kauften, denn diese Männer verkauften die Bücher unglaublich billig. Und auch wenn nicht jeder unbedingt lesen konnte, so gab es doch immer einen Verwandten, einen Freund, der vielleicht mit diesen Büchern etwas anfangen konnte. Und so ging das eine ganze Weile, bis schließlich die beiden Missionare erschöpft waren und beschlossen, sie wollen sich jetzt lieber erstmal ein bisschen umschauen und überhaupt sehen, wo sie überhaupt sind. Und so schlenderten sie über diesen Marktplatz und erkannten aber relativ bald, dass es nicht unbedingt ein schöner Ort war, an dem sie waren. Überall begegneten sie Armut, sie sahen, wie die Menschen miteinander stritten und ja, wie überall auch Bettler saßen, weinende Kinder rumliefen. Und von all diesen Eindrücken erschöpft, zogen sich die Männer zurück, um sich unter einen Baum zu setzen und erstmal auszuruhen. Doch sie wurden nicht lange allein gelassen, denn sofort folgten ihnen einige Menschen und sagten, kommt, erzählt uns mehr, sagt uns, um was es da geht in euren Büchern, wir wollen noch mehr wissen. Und so blickte der eine Missionar in die Gesichter der Menschen und sah, dass da so viel Erschöpfung und Bitterkeit und auch Härte in den Gesichtern zu sehen war und fing an zu sagen, unsere Bücher handeln von jemandem, der genau wusste, wie es ist, erschöpft zu sein. Der teilweise kein eigenes Heim hatte, sondern der auch, wie ihr manchmal, auf die Hilfe von anderen angewiesen war, der auf der Straße schlief, aber der trotzdem immer, immer Liebe und Frieden gepredigt hat. Der den Menschen zeigen wollte, wie sie ein erfülltes Leben führen können. Und der immer hilfsbereit war, der immer ein gutes Wort auf den Lippen hatte. Und plötzlich wurde der Missionar unterbrochen, denn ein Mann hatte sich nach vorne gedrängt und sagte, ich kenne den Mann, ich führe euch zu ihm. Und der Missionar war in dem Moment ein bisschen irritiert und sagte, tut mir leid, aber der Mann, von dem ich spreche, der hat vor vielen Jahren die Erde verlassen. Und der andere Mann, der Bauer, ließ sich aber nicht davon beirren und sagte, nein, 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 kommt, der wohnt bei mir im Dorf, das ist nur eine kurze Wegstrecke, folgt mir. Und die Missionare waren mittlerweile auch neugierig geworden und so sagten sie, okay, wir kommen mit. Und sie schulterten ihre Rucksäcke und folgten den Bauern ins Nachbardorf. Und tatsächlich, auch hier zeigte sich ein ähnliches Bild wie in der kleinen Stadt davor. Auch hier war es viel Armut und
Schmutz auf den Straßen und sonst was. Doch dann kamen sie in ein kleines Haus und dieses Haus sah irgendwie ein bisschen anders aus. Es war nicht besonders groß, es war nicht sehr viel reicher oder schöner geschmückt, aber es war, irgendwie hat es so eine kleine andere Atmosphäre. Es war sauber, es war ordentlich und dann sahen sie auch den Grund, warum da so eine andere Atmosphäre ausging von diesem Haus. Der Mann, der da heraustrat, sah so freundlich, so lieb aus und nachdem der Bauer kurz erklärt hatte, warum er die beiden Missionare zu ihm geführt hatte, da sagte der Mann, natürlich kommt in mein Haus, seid meine Gäste. Und so nahmen sie gerne die Einladung an, kamen in das Gespräch mit ihm und der Mann sagte nach einer Weile, jetzt erzählt mir, was führt euch hierher, was macht ihr hier? Und die beiden Missionare antworteten, wir sind hier, weil wir gerne Bücher über Jesus verkaufen möchten. Und in diesem Moment setzte sich der Mann kerzengerade hin und sagte, Jesus? Ich kenne Jesus. Und er rannte schnell zu einer kleinen Truhe, die in der Ecke stand und holte dort ein kleines Buch heraus und das Buch entpuppte sich als ein total zerlesenes Markus-Evangelium. Und er sagte, ich habe vor vielen Jahren von einem Fremden dieses Buch gekauft und ich habe das gelesen und ich fand das so gut, dass ich genauso werden wollte wie der Mann, der dort beschrieben ist. Und kurz darauf, sie redeten weiter, streckte dann der Bauer die Türen, den Kopf so durchs Fenster in das Haus und fragte, und ist das der Mann, den ihr gesucht habt? Das ist der Mann, von dem ihr erzählt habt. Und die beiden Missionare schauten sich an und lächelten, du hast total recht, auch der Mann, von dem wir geredet haben, lebt in diesem Haus. Und was dieser Mann in meiner Geschichte erkannt hat, ist der erste Punkt, den ich heute in meiner Predigt mit euch teilen möchte. Und zwar, wenn es um das Thema Liebe geht, dann ist Jesus das beste Beispiel, das wir haben können. Jesus hat ohne Limits gelebt und geliebt und ohne Einschränkungen, ohne Wenn und Aber. Deswegen, wenn die Sprache auf Liebe fällt, ist Jesus unser bester Vergleich und unser bestes Beispiel. Und findet sehr deutliche Worte. Ich möchte noch mal nur kurz euch die Worte, die wir gerade eben in der Bibel gelesen haben, in Erinnerung rufen. Dort steht, und du sollst den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit allen deinen Gedanken und mit all deiner Kraft lieben. Das zweite ist ebenso wichtig, liebe den Nächsten wie dich selbst. Das ist also nichts, was nur spezielle Menschen verdienen. Das ist nichts, was mich oder dich besser macht. Bei Jesus hat Liebe überhaupt keine Limits. Es ist ein Geschenk und wir entscheiden, ob wir dieses Geschenk haben wollen. Und in der Geschichte haben wir gesehen, was passiert, wenn Menschen von dem bloßen Wissen zum Verstehen kommen. Dann wird Liebe nämlich in unserem Glauben sichtbar. Paulus hat dazu etwas im Galaterbrief geschrieben. Und wenn ihr wollt, könnt ihr gerne mit mir Galater 5, Vers 6 mit aufschlagen. Ansonsten lese ich es auch gerne einfach vor. Galater 5, Vers 6. Und dort steht nämlich, wenn wir an den zweiten, zum zweiten Teil schauen, dort steht, entscheidend ist der Glaube, der sich in der Liebe zeigt. Das ist der letzte Satz in Galater 5, Vers 6. Das heißt, Liebe reicht nicht, als bloßes Wissen verstanden zu werden, sondern Liebe ist immer etwas Praktisches, etwas, das umgesetzt werden muss. Und das ist nicht immer leicht, denn woher nehme ich die Kraft, richtig zu handeln? Wie kann ich, wenn zum Beispiel mich jemand auf die rechte Wange schlägt, ihm noch die linke hinhalten? Wenn jemand mir meinen Pulli wegnimmt, ihm noch meinen Mantel dazugeben? Oder wie kann ich jemanden, der mit mir einen Kilometer geht, noch anbieten, einen zweiten gehen zu wollen? Oder die, die mir Unrecht tun, trotzdem lieben, die mich hassen, denen Gutes tun. Beten für die, die mich ausnutzen und verfolgen. Das sind alles Dinge, die wir auch in der Seligpreisung finden. Und ich möchte dazu gerne mit euch etwas teilen, was Victor Hugo einmal gesagt hat. Er sagte einmal, das größte Glück des Lebens ist das Wissen, ich werde geliebt. Geliebt um meiner selbst willen oder soll ich sagen, geliebt trotz meiner selbst willen. Ich denke, das sind starke Worte, oder? Und ich habe dazu
ist mir etwas eingefallen, und zwar, eigentlich besteht Liebe auch aus zwei Schritten, aus Empfangen und aus Geben. Und das, was Victor Hugo hier sagt, geliebt trotz meiner Selbstwillen, das ist Empfangen, oder? Stellt euch vor, ihr geht auf eine Wanderung und ihr habt euch irgendwie ein bisschen verschätzt und ihr habt einen halben Liter Wasser mitgenommen. Und ihr lauft so vor euch hin und auf einmal merkt ihr, ist doch anstrengender, als ich dachte. Und ihr greift zu eurer Flasche und trinkt einen Riesenschluck. Und ehe ihr euch verseht, ist die Flasche halb leer. Und ihr denkt euch, okay, das wird schon reichen. Und ihr geht weiter. Und ja, dann kommt die nächste Steigung, die nächste Kurve. Und auf einmal ist die Flasche komplett leer. An der Stelle würdet ihr doch hoffen, dass ihr irgendwo vielleicht einen kleinen Bach, eine Quelle, irgendetwas seht, wo ihr eure Flasche auffüllen könnt, oder? Und genauso ist es auch mit der Liebe. Unser Speicher reicht nicht aus, um uns jeden Tag, die ganze Woche, den ganzen Monat, das ganze Jahr über mit Liebe zu versorgen. Sondern wir brauchen etwas oder jemanden, an dem wir immer wieder unsere Liebesflasche auffüllen können. Und das heißt, wir selber müssen voller Liebe sein. Und Gott ist derjenige, der uns das schenkt. Und Gott hat uns in der Bibel ganz viele Hinweise gegeben, die uns stärken können und mit denen wir auch diesen Liebesspeicher auffüllen können. Und ich habe einen wunderschönen Liebesbrief gefunden von Gott, den ich euch gerne vorlesen möchte. Ihr werdet jede meiner Aussagen oder alles, was ich euch jetzt vorlese, auch irgendwo in der Bibel finden. Wenn es euch interessiert, könnt ihr später gerne zu mir kommen, dann gebe ich euch das. Aber wenn du wissen willst, was Gott über dich denkt, dann hör jetzt zu. Er sagt zu dir, mein liebes Kind, ich kenne dich ganz genau, auch wenn du mich vielleicht noch nicht kennst. Ich weiß, wann du aufstehst und wann du schlafen gehst. Ich kenne alle deine Wege. Ich habe dich nach meinem Bild geschaffen. Du bist mein Kind. Du warst kein Unfall. Ich habe jeden einzelnen Tag deines Lebens in mein Buch geschrieben. Ich habe den Zeitpunkt und Ort deiner Geburt bestimmt und mir überlegt, wo du leben wirst. Ich habe Pläne für dich, die voller Hoffnung und Zukunft sind. Meine guten Gedanken über dich sind so zahlreich wie der Sand am Meeresstrand. Ich freue mich so sehr über dich, dass ich nur jubeln kann. Wenn dein Herz zerbrochen ist, bin ich dir nahe. Wie ein Hirte ein Lamm trägt, trage ich dich an meinem Herzen. Eines Tages werde ich jede Träne von deinen Augen abwischen und werde alle Schmerzen deines Lebens wegnehmen. Ich habe alles für dich aufgegeben, weil ich deine Liebe gewinnen will. Ich warte auf dich. Dein dich liebender Vater, allmächtiger Gott. Das heißt, Gott möchte unsere Quelle für Liebe sein. Er möchte, dass wir uns geliebt fühlen und dass wir uns durch seine Augen sehen können. Und das ist genau der erste Schritt. Empfange Gottes Liebe. Lebe als Geliebte und lebe als Geliebter. Aber hier endet das Ganze noch nicht. In 1. Johannes 4, Vers 19 sagt Johannes, wir wollen lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Und auch Paulus bestätigt dieses Konzept, wenn er sagt, gebt liebevoll miteinander um, so wie auch Christus euch seine Liebe erwiesen hat. Ich habe mal nachgeschaut, wie oft wir das reine Gebot, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, in exakt diesem Wortlaut in der Bibel finden. Und das erste Mal taucht es auf in 3. Mose 19, Vers 18. Und dann zieht es sich durch die ganze Bibel. Der genaue Wortlaut taucht 9-mal auf. Aber wir finden das auch oft paraphrasiert, wie eben in dem, was ich gerade erwähnt habe. Und damit sind wir auch schon beim zweiten Teil angekommen. Nach dem Empfangen kommt das Geben. Und wenn Gott mich trotz meiner selbst liebt, wenn Gott mich liebt, so wie ich bin, dann gibt er mir auch die Kraft, um den anderen trotz seiner selbst zu lieben. Und er beauftragt mich sogar, das zu tun. Und auch hierbei ist wieder diese Liebe ohne Grenzen. Er sagt in Lukas 6, 35, liebt eure Feinde, erweist ihnen Gutes, dann wird euer Lohn im Himmel groß sein und ihr handelt wie Kinder des Allerhöchsten, denn er erweist auch den Undankbaren und Bösen Gutes.
In 1. Johannes 4, 7 bis 21 finden wir ganz viele praktische Beispiele, wie Liebe aussehen soll. Und ich möchte hier nur einen Vers rausgreifen, wo er sagt, wenn jemand sagt, ich liebe Gott, aber seinen Bruder hasst, ist er ein Lügner. Denn wer die Menschen nicht liebt, die er doch sieht, wie kann er da Gott lieben, den er nicht sieht? Das heißt, Gott wendet sich an uns und sagt, gib, teil meine Liebe aus, verschwende meine Liebe bitte. Und zeig dadurch auch, dass du zu mir gehörst, dass du mein Kind bist. Und Gott den Nächsten und sich selbst zu lieben, das sind drei Aspekte, die sind untrennbar miteinander verbunden. Und nur wenn wir diese drei Aspekte zusammennehmen, dann können sie ihre ganze Kraft und Schönheit entfalten. Und wir können ihr volles Potenzial ja ausschöpfen einfach. Wir dürfen die Liebe empfangen, um sie weiterzugeben. Und je mehr wir weitergeben, desto mehr können wir auch wieder empfangen. Das heißt, es ist ein ständiger Kreislauf, den Gott da eigentlich für uns vorgesehen hat. Und wir leben mittlerweile in einer Welt, die total kalt geworden ist, die voller Hass und Ablehnung und Aggression ist. Und ich möchte euch wirklich ermutigen und ich möchte uns ermutigen, dass wir niemals zulassen, dass genau das, was wir draußen schon so oft erleben, auch in unsere Gemeinden einzieht. Die Welt kann unglaublich viel besser sein, wenn wir anfangen, einander gut zu behandeln und uns selber auch dabei gut behandeln. Ob mir jemand passt oder nicht, das ändert nichts daran, dass er trotzdem ein Geschöpf Gottes ist. Und so sollten wir auch die Menschen sehen. Genauso wie wir uns als geliebte Geschöpfe Gottes anschauen dürfen, sollten wir auch das mit anderen Menschen tun. Und ja, ich kann euch nur ermutigen, dass ihr euch, wie mir, ich arbeite da auch gerade daran, dass wir das wirklich zu einem, ja, dass wir uns das täglich ins Gedächtnis rufen, dass wir täglich daran arbeiten und uns auch überlegen, wie Nächstenliebe ganz praktisch aussehen kann. Wir kommen alle von Gott. Gott hat uns alle geschaffen, auch wenn wir uns manchmal unterschiedlich anziehen, unterschiedlich essen oder unterschiedliche Gedanken haben. Aber das ändert nichts daran, dass wir alle von Gott geliebt sind. Und deswegen lade ich dich ein, dass du dir wirklich mit mir zusammen in der nächsten Woche ganz besonders Gedanken machst, wie kann Nächstenliebe praktisch aussehen? Was schadet es, wenn man der Kassiererin, auch wenn man im Stress ist, noch schnell ein Lächeln zuwirft und sagt Dankeschön? Oder wenn man ja einfach geduldig ist oder mal zuhört? All diese Dinge können schon so viel im Leben von einem selbst und im Leben von anderen machen. Und wenn jeder sich bemühen würde, stellt euch mal vor, was für Gemeinden und was für eine Welt wir haben würden. Wir würden einfach in einer Atmosphäre leben, die so viel herzlicher, so viel wärmer und viel mehr von Vertrauen geprägt ist. Und ein Lauffeuer der Freundlichkeit würde sich dadurch entzünden. Amen. Lieber Vater im Himmel, ich möchte dir von ganzem Herzen für deine Liebe danken, dafür, dass du niemals Trennung haben wolltest zwischen dir und uns und dass du alles getan hast, damit wir eines Tages wieder dich von Angesicht zu Angesicht sehen können. Und bis wir so weit sind, lieber Gott, möchte ich dich bitten, dass du jeden Tag an unseren Herzen arbeitest, dass du uns hilfst, dir näher zu kommen und auch die Liebe ganz praktisch im Leben mit unseren Mitmenschen zu haben und dass du auch uns beibringst, dass wir uns durch deine Augen sehen. Bitte hilf uns, dass wir zusammen wachsen dürfen und immer näher zu dir wachsen dürfen. Und hab Dank dafür. Amen.